Willkommen zurück bei Super Mario World mit Tio, also Freecale LPs. Hi. So, was machen wir, die siebte Burg oder den Geheimgang? Siebte Burg, das ist doch lustig. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich, glaube ich, ich habe im letzten Part gesagt, was ich machen will und dann habe ich es vergessen. Ach ja, ich bin so schnell. Ich habe schon ewig nicht mehr Mario gespielt. Ich freue mich ja schon auf die Sternenwelt. Oh, Steamburg, oh. Das zweite Level in der Sternenwelt ist das Allerschlimmste. Mit dem Eis, glaube ich, ist das doch, oder? Nee, das mit dem Ballon. Den hätte ich mich gar nicht mehr dran. Ey. Oh, Yoshi-Coin. Ja. Du weißt nur, dass du was? Dieses Schloss verabscheue ich, ehrlich. Oh. Das siebte ist doch okay. Ich bin zu doof dafür. Aber es ist besser, wenn man klein ist, weil dann kann man hier unten durchlaufen. Das sehe ich auch gerade, das ist echt. Ich muss schon denken. Pilz. Like a Mina. So. Volle Concentration. ich habe Angst. Hast du gesehen, wie knapp das gerade war? Also ich muss schon sagen, die Bildschirmübertragung läuft eigentlich recht gut. Ja. Das ist mein toller Laptop. Oder mein Internet. Weil ich habe ja jetzt doch viel bessere Internetverbindung, als wo ich nur daheim gewohnt habe. Und? Jetzt ist es tatsächlich geschafft beim First Try. Alter! Boah. Lass mich, jetzt bin ich wieder klein. Ja toll, jetzt habe ich den Typ ermordet. Wir warten und wir warten. Kamek! Genau dich warte ich. Mach doch mal ein gutes kaputt. Uhuhu. Ja, das war gut. Ich hab Angst. Oh. Kamek, ich hasse dich. Nein! Doch! Och, Kamek, das kannst du! Kamek ehrlich. Hat mich getötet. So, willkommen in der siebten Burg. Das schneiden wir raus. Nein. Jeder Fail bleibt drin, außer die ganz extremen Fails, wo ich ein Safe State lade und mir denke, das habe ich noch nicht aufgenommen und mittendrin fällt mir auf. Oh, fuck. Das war ja schon mal. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Oh, kann passieren. Geh nicht, ich glaube, mein PC hängt gerade. Juhu. Dein PC hängt. Jo, ich sehe gerade die ganze Zeit, wo du irgendwo stehst. Toll, ich bewege mich aber. Soll ich mal stehen bleiben? Nein, lieber nicht, wenn sich das Teil bewegt. Hallo, ich will den Pilz. Pilz! Also, ich laufe gerade nach rechts. Du kannst bewegen und dich zurück bewegen. Und ich laufe wieder nach rechts. Und jetzt falle ich gleich runter. So. Ich glaube, mein Internet ist gerade. Ja, du warst doch gerade ganz komisch leise weg. Hörst du mich? Ja, ich höre dich aber ganz abgehakt. Jetzt höre ich dich wieder. Super. Oh, Gott sei Dank. Nicht Kamek töten. Den brauche ich noch. Du Wichser! Jetzt habe ich ihn doch getötet. Seid überrascht. Alter! Der Stacheldings hat mich ermordet. Sag mal nicht. Tut mir leid. Muss ich gerade sagen. Das ist Mario, da muss ich fluchen. Genauso wie bei Mario Kart. Deswegen werde ich auch nie Mario Kart Let's Playen. Nein, ach komm. Nein, nie. Ganz besten. Ich darf zu Hause nicht mehr Mario Kart spielen. Ich habe Verbot gekriegt von meiner Mom, weil ich immer so rumschrei. Sie gesagt, sie will das nicht mehr. Ich darf jetzt nicht mehr Mario Kart spielen, wenn ich bei ihr bin. Nee, bei Mario Kart rastet man wirklich aus. Ja. Schlimmer als im Beauty-Spiel, also. Vor allem, wenn ich so schlecht immer fahre. Und was ich gar nicht leiden kann, wenn ich gerade ein E-Mail. Wenn ich gerade ein Kästchen einsammeln will und dann kommt einer und nimmt mir das Kästchen weg. Oh, das ist schrecklich. Da raste ich immer voll aus. Wari.
Entschuldigung, sag. Nee, du zuerst, please first. Ich wollte nur sagen, dass Wario bei mir bei Mario Kart eh nur noch Fettsack heißt. Genauso wie Bowser und Donkey Kong. Also, du musst mal ein Mario Kart Display machen, bitte. Nee, da lernt ihr mich von meiner Nicht-Engelchen-Seite kennen, das wäre nicht gut. Du bist halt ein teuflisch gutes Engelchen. Kann ich da eigentlich runterfahren? Ja, kann ich. Ich glaube nämlich, da ist die Mittellinie. Aha. Das war zu weit. Verdammt. Ah, ich habe gerade auf die Springtaste gedrückt. Hallo? Wir nehmen seit 5 Minuten und 40 Sekunden auf und haben nichts geschafft. Das ist bei mir ganz normal. Egal. Zögern wir es raus, das Mario Let's Play. Das muss auch spannend sein, dass du durchgespielt. Quatsch. Wie viele Part ist das jetzt? Das ist der 11. Das ist gut. Ja, aber ich habe die ganze Sternwelt noch nicht. Ja, die ist auch. Die beachte ich gar nicht manchmal. Die ist einfach nur schrecklich. Nein, die ist doch total leicht. Vor allem rotes Yoshi-Baby. Stimmt, sagte er und fiel vom Himmel. Ach, so viele Morgensterne. Also wenn es jetzt dann so weitergeht und ich noch ein paar Mal fail, dann haben wir bald ein neues Leben. Wir haben nämlich schon 94 Münzen. Ich habe ja so wenig Leben, ne? Ja, wirklich, also 85. Wie schaffst du das nur? Ich frag mich, wie ich das schaffen soll. Mit zu wenig Leben, wenn dann der böse Bowser kommt. Der so komisch aussieht. Ja. Aber Peach ja auch. Oh, die sieht gruselig aus. Ja, die will ich nicht mehr retten wollen. Du bist ja nett. Hm, die schaut gruselig aus, die rette ich nicht. So. Oh. Pilz. Mal schaffst du's, diesmal schaffst du's. Und? She did it! Lass mich. Geh weg, Kamek. Du bist ein Blödmann. Hier, mach das kaputt. Ja, genau. Kamek? Loch? Brav. Noch ein Loch? Nicht da lang? Achte einfach nicht auf mich. Hier unten. Ach, verdammt. Oh, kannst du nicht mal liegen bleiben? Du gehst mir auf den Keks. Ach, verdammt. Ja, genau. So ist prima. Den Pilz kann ich liegen lassen. Ich habe ja einen Reserve. Genau. Ach nee, jetzt brauche ich den schon wieder, oder was? Hier, mach's tot. Kamek. Ich find's unnötig. Ja, ich auch. Ich bin klein. Na toll. Oh, meine Zeit geht aus! Nein. Stopp, Kamek! Oh, verdammt. Ah, wo soll ich denn... Ich glaube, ich hasse die siebte Burg doch. Oh, ein Pilzfett. Hast du eben schon 8 Minuten auf? Das ging nicht voll schnell. Ja. Im Winter vergeht die Zeit irgendwie im Flug. Ich bin schon wieder klein. Ich bin klein. Winter, gerne sie mit bei... Oh, das ist... Also irgendwie kommt bei mir alles doch 3 Minuten später zusammen. Was siehst du gerade? Ich habe gerade nicht gesehen, wie du gestorben bist. Oh. Das war nicht ganz so... schnell. Komm, Maggie, jetzt verpiss dich halt mal. Ui, ui. Ich hol mal die Acker raus. Hier. Komm mir nicht zu nah, Kamek. Und sie. Ich warte. Ja toll, jetzt habe ich einen Panzer dabei. Was will ich damit? Panzer sind doch cool. Kamek! Kamek, wo bist du? Mein Telefon klingelt. Aber ich gehe jetzt nicht hin. Das ist, glaube ich, meine Oma. Aber vielleicht ist ja diesmal derjenige, der mir die Million geben will. Oder wie war das letztes Mal? Geil. Stirb. Ah, ich habe jetzt keine Zeit. Außerdem ist mein Telefon kaputt. Hab ich dir schon erzählt, wie toll mein Telefon kaputt ist?
Mein Telefon macht immer piep, piep, piep. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Did it! Yay. Alter, wer lässt denn da so lang anklingeln? Ja klar, er hebt die Burg auf und schmeißt sie weg. Den ruhig vorher machen können. Natürlich. So, Mario hat den Koopa in Castle Nummer 7 getötet. Bla bla bla. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist Prinzessin Toadstool in dem Schloss von Bowser retten. Können wir sie retten und den Frieden zurück ins Dinosaurierland bringen? Das geht immer noch. Ja. Lach nicht. So episch. Das ist mein neues Hintergrundsound. Das ist der neue Engelchen-Minella-Kanal-Sound. Ja, yeah, ja, yeah, sie ruft dich an. Boah, wer ist denn das? Mich ruft sonst... Alter! Mich ruft den ganzen Tag keine alte Sau an. Aber wenn ich aufnehme... Ach, zu schön. Vielleicht ist es meine Mom und sagt mir, dass mein Bruder gut geht. Der ist nämlich gerade in Kroatien. Also hat sie da einen geilen Zeitpunkt ausgesucht? Ja, so wie immer halt. Diesmal will ich aber den Pilz. Das schaffst du. Bam, bam, bam. Hä, wo ist denn hier der Geheimgang? Wieso habe ich den nicht... Wow, das war knapp. Hey du, tschüssi. Ich hab Angst. Ach, na toll. Dafür stirbst du. Ach ja, genau, weil ich Yoshi brauch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja cool, der, wenn der... Ich brauche ja den Geheimgang, dass ich da zur Welt kann und mir einen Yoshi holen. Wo kriege ich jetzt am schnellsten einen Yoshi her? Ah, ich weiß. Was ist Yoshi eigentlich? Drache oder ein Dino? Das da sind Dinos. Also würde ich sagen, dass Yoshi ein Drache ist. Hey Yoshi. Okay, okay. Nee, aber ich weiß nicht. Ja, doch, es kann Feuer speien, wenn es einen roten Panzer frisst. Weil das heißt ja eigentlich Dinosaur Land, aber es geht die Dragon Coins. Das ist doch voll paradox. Boah, stimmt. Boah, bist du aufmerksam. Das stört mich. Da können wir den Kotze brechen. Und beide Burgen sind glatt gemacht worden von mir. Aber eigentlich voll unauffällig versteckt von Bowser, oder? Ich meine, da ist so ein fettes Schild Bowser hier. Ja klar, der muss sich ja auch verstecken. Den findet man ja sonst nicht. Ja, aber bloß eine fette Lupe dafür. Scheiße. Och nee, jetzt kann ich wieder Yoshi holen. Scheiße. Ja, ich wollte irgendwie Yoshi beleidigen, aber dann ist mir aufgefallen, Yoshi kann gar nichts dafür. Das war alles meine eigene Schuld. Ja, shit happens. Eigentlich war Mario schuld, aber sag's niemandem. Der ist einfach zu fett. Der hat einen Bierbauch. Ich habe eigentlich was, von was Mario sich eigentlich ernährt? Nur von den Pilzen? Ich weiß ja nicht, ob es so gesund ist. Von Luft und Liebe. Oh. Ja. Aber er hat nur Luft, weil Peach gibt ihm ja keine Liebe. Ha. Das stimmt. Oh, ich würde so gerne einen Safe State setzen, dass ich nicht immer zurücklaufen muss. Aber ich weiß gar nicht, auf welchen Knopf das ist. Diesmal schafft's. Ja, diesmal hoffe ich auch, dass ich es schaffe. Weil ich habe echt sonst nichts erreicht. Du da, spring. So. Das ist doch schon viel. Ja, die siebte Burg. Wow. Ich wäre stolz drauf. Geh weg. Okay. Na gut, ich fällt im Spiel. Ich muss Yoshi behalten. Oh mein Gott. Dieser Druck, dieser Stress. Yoshi, frisst das. So. Puh, das war ja anstrengend. Yay. Habe ich jetzt alle Geheimgänge des Spiels? Oder gibt es da noch irgendwie einen vom Geisterhaus zur siebten Burg?
Also ich habe absolut keine Ahnung. Also ich habe bisher einmal zu 100%, glaube ich. Nur ein. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich habe schon. Ich habe das ja schon in 100% gespielt, aber ich weiß nicht mehr. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. So, wir gehen in Tür Nummer 2. Mit einem. Licht? Das Licht, das Licht. Siehst du, wenn das Licht angeht. Aber es gibt 4 Türen zur Auswahl. Ehrlich? 4? Ja. Aber Tür 2 ist super, weil da muss man einfach nur durchkrabbeln. Und Tür 5. Nein, unten durchschnitt? Ja, genau, Tür 5 ist auch geil. Sieht zwar nicht so cool aus, aber ist es. Spider-Mina, Spider-Mina. Renn! Bam, 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 bam. Da kommt man normal gut durch. Yay, Angriff der Schniedel. Alter, was? Also, normalerweise ist es hier dunkel und nicht rot. Ja, fuck. Jetzt lass doch mal das Licht an. Hallo, kleines schwarzes Tier. Ja klar, die Lava ist auch weiß. Du sind das nicht die Tiere, die aus Super Mario Land... Nee, nicht Super Mario Land. Super Mario Bros. 2? Hä, keine Ahnung. Ich glaube schon, ich weiß nicht, die kommen so bekannt vor plötzlich, keine Ahnung. So, nehmen wir mal Tür 1 zur Abwechslung. Ich hoffe, Tür 1 war nicht der Scheiß. Nö, Tür 1 ist okay. Ich habe Angst. Wuhuhu, Flammen. Psst, da hast du meinen absoluten Respekt. Das war unfair. Die Wand kam. Gut, dann schauen wir halt mal, was in Tür 3 ist. Dum, dum. Oder in Tür 4. Gehen wir zur Tür 4. Ach ja, schön. Ach du Scheiße. Fahr, fahr! Sonst kommt die kleine Sonne. Oh, da oben gibt's ein Leben. Ich brauch Leben! Ich hab schon so viele verloren. Also, ich will doch noch zu Bowser. Ich gehe nicht in Tür 3, denn ich weiß, was hinter Tür 3 ist. Und Tür 3 ist scheiße. Das ist so. Ah, ist es in dem Wasser? Nee, da ist so komische Löwen und so komisches Labyrinth. Oh, das scheint ja echt super zu sein. So. 5. Ich bin klein, ich traue mich nicht in Tür 5. Gehen wir in Tür 6. Ah, Tür 6 ist eine Unterwasserwelt. Oh, Wasser. Super. Ja klar, da kommen einfach Stacheln. Wenn sich jetzt der Koopa umdreht und nach mir einen Knochen wirft. Hallo, Fishbone. Wenn du das schaffst, echt meinen Respekt. Wieso? Weil ich wieder so fehlen. Ja, komm halt noch näher, du komische Stachelwand. Ach, verdammt. Verdammt! Verdammt! Das Wetter, 22 Grad heiter. Echt? Ja, ach so, das ist mein Wetter. Ich dachte, das steht bei dir. Keine Ahnung, ich wollte es gerade nicht vorlesen. Aber das stimmt gar nicht, ich wohne gar nicht in Magdoberdorf. Oh, verdammt. Ja. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wieder verdammt. Ich bin so schlecht. Was ist nur mit meinem Skill passiert? Den habe ich im Europapan beim Achterbahn verloren. Beim Achterbahnfahren verloren. Mach mal Werbung für deinen Kanal. Nö, das ist doof. Nee, ich mag deinen Kanal aber. Das ist doch Geschmackswährung. Das ist Spaß. Ich mag es nicht, wenn ich Werbung bei anderen Leuten mache. Renn, 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 renn! Ah, ich weiß, was ich sagen kann. Also alle, die neu bei Englisch Media gerade eingeschaltet haben, abonnieren, sofort, sonst gibt's Ärger. Engelchen Minella. Und da wirft dich Engelchen Minella. Ja, genau, das gleiche dachte ich mir auch gerade. Sie ist doch so. Zu viel Rotlicht. Ach, das wäre zweideutig.
zu viel Rotlicht. Ja klar, ich bin klein. Hello Bowser. Was passiert eigentlich, wenn ich bei Bowser verliere? Muss ich dann nochmal? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, dann bist du wieder direkt bei Bowser. Das würde ich gut finden. Aber sonst gehe ich halt einfach durch die hintere Tür. Die habe ich ja schon. Also ich weiß es nicht. Also ich würde dir nicht raten zu failen. Also. Ich versuch's. Also, darf ich vorstellen, das ist Bowser und sein komisches Flugobjekt. Wenn man da hingerät, an das Flugobjekt-Propeller, ist man tot. Haha, ich hab dich getroffen, du Noob. Haha, ich hab dich nochmal getroffen, du Noob. Mein Gott, du bist so schnell. Ja, Bowser ist auch irgendwie nicht so schwer. Ich fand das Super Mario Bros. 1 am heftigsten. Flammen. Oh nein, Flammen. Oh nein, Flammen. So, Peach! Hi! Danke für den Pilz, Peach. Das erste Mal, dass Peach etwas Sinnvolles tut. Sie macht doch die ganze Zeit etwas Sinnvolles. Sie sorgt dafür, dass Mario Arbeit hat. Nina, hast gesehen, wo Prinzessin Peach sich gerade befindet bei Bowser? Stimmt! Ich will ja nichts andeuten, aber ich glaube kaum, dass sie Deswegen ist der so unkonzentriert. Ach so. Das ist auch was. Hallo, ich will das aufheben? Ich darf das nicht aufheben. Wieso? Ach, verdammt. Komm raus da aus deinem blöden Ding. Hier. Bam. Hat wehgetan, ne? Oh. Armes Bowserchen. Peach macht alles wieder gut. Wenn sie dir die Füße massiert. Füße massiert. Ja, Füße massiert. Was hast du denn gedacht? Hallo? Ach, verdammt. Die Luftballons auf, ne? Ja, genau. Luftballons. Das ist der Mann am Bierbauch. Oh, das Ding macht auf. Hallo, bleib da. Idiot. Ich finde, die sind voll gruselig aus, diese kleinen Pöppchen da. Kleinen, komischen Löwen, sage ich zu denen immer. Nö. Jetzt, wo du sagst, dann habe ich wirklich eine Ähnlichkeit. Bowser! Komm schon, Bowser, man kann riesen! Ach, lass das. Mina macht jetzt voll Skill. Ich bin tot! Mina macht jetzt voll Skill! Warum machst du mir das auf? Ich bin doof. So. Ich umgehe jetzt den meisten Scheiß einfach. Tada! Backdoor. Wir gehen einfach zur Hintertür rein, dann fangen wir schon hier an. Du erschreckst ihn. Ja, damit rechnet er nicht. Oh mein Gott, der Komponenten! Auch wieder Zeit und dich. Irgendwie bin ich gerade in das schwarze Viech reingehüpft. Ich wollte doch noch Bowser besiegen. Aber der Part ist jetzt schon 23 Minuten lang. 23? Ja. Du, du, du. Es hat keinen Sinn mehr. Ja. Ich geb's auf. Wir werden Peach niemals befreien. Ich glaube, sie will nicht befreit werden. Sie will nicht befreit werden. Ich glaube eher, dass Bowser sie nicht befreit haben will. Ja gut, Bowser gibt's beim nächsten Part. Und die Sternenwelt. Und eventuell noch ein Geheimgang im Geisterhaus. Ich glaube, da ist ein Geheimgang. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Einschalten los. Jo. Ich hoff's. Also. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht wieder mit Chio. Mal schauen. Und schaut unbedingt auf seinen Kanal. Unten in der Beschreibung ist das Dings. Das blaue da, wo man anklicken kann. Aber nur wenn ihr wollt. Link halt. Was hat Link in einem Mario Part verloren? Hahaha. Das ist echt gut. Das ist sehr gut. Gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.